Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir begrüßen den vorliegenden Antrag und halten insbesondere wegen der angestrebten Flexibilität in den sogenannten Gebieten mit besonderer demografischen Herausforderung eine Beteiligung des Landtags für zwingend geboten. Es ist Auftrag der vom Volk gewählten Parteien, sich für die Belange der Bürger im Land einzusetzen. Das LEP hat so weitreichende Folgen, dass es im Grunde ohne ein Mitspracherecht des Landtags gar nicht gehen dürfte. Wir werden dem Antrag folglich zustimmen. Ich möchte meine Redezeit jedoch nutzen, um Ihnen wiederholt das Wollen unserer Fraktion näher zu bringen. Vielleicht kann ich Sie ja für einen Teil davon begeistern. Nehmen Sie sich ruhig Anregungen davon für die Maßnahmen im ländlichen Raum. Um für die ländlichen Räume entscheidende Verbesserungen durchzusetzen zu können, sind finanzielle Aufwendungen in Milliardenhöhe notwendig. Ja, die Hilfen müssen dem Volumen der Rettungsschirme von Zockerbanken und Euro-Pleitestaaten entsprechen oder auch dem deutschen Anteil am ESM erreichen. Aus Sicht der NPD-Fraktion sind in erster Linie folgende Maßnahmen umzusetzen: Eine steuerlich geförderte Ansiedlungspolitik in strukturschwachen Gegenden für kleinere und mittlere Unternehmen. Die Aufgabe, unser Volk zu erhalten, muss in das Zentrum politischen Denkens und Handelns gerückt werden. Darum gezielte Unterstützung deutscher Familien, um auf diese Weise Kinderreichtum im Land zu fördern. Siehe auch den NPD-Antrag auf Drucksache 693. Gewährung von Ehestandsdarlehen in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Ab dem zweiten geborenen Kind sinkt bei einer Laufzeit von 10 Jahren die zurückzuzahlende Summe um die Hälfte. Mit der Geburt des vierten Kindes soll dieses abgegolten sein. Einführung eines Landesbegrüßungsgeldes für deutsche Neugeborene in Höhe von 1.000 Euro, wobei sicherzustellen ist, dass die Einmalzahlung nicht mit den Sozialleistungen verrechnet wird. Siehe auch Drucksache 54329. Erhalt wohnortnaher Schulen bzw. Aufbau und Förderung kleinerer Schulen bzw. Klassen mit entsprechend guter Unterrichtsqualität. Siehe auch Drucksache 5589. Die sofortige Beendigung der sozial ungerechten Vergabepraxis der bundeseigenen Bodenverwaltungs- und Verwertungsgesellschaft BVVG, die derzeit vornehmlich landwirtschaftlichen Großbetrieben und branchenfremden Investoren zugutekommt. Stattdessen bevorzugte Flächenvergabe an kleinbäuerliche Strukturen. Drucksache 6734. Herr Müller, Sie hätten die Einleitung verfolgen müssen, da wüssten Sie, dass es immer noch zum Thema ist. Erarbeitung eines Straßenerhaltungs- und Sanierungsprogramms für MV unter Einbeziehung der kommunalen Landesverbände. Siehe auch Drucksache 62938. Umsetzung des Programms in erster Linie mit Hilfe von Bundesmitteln. Sowie die aktive Unterstützung für rückkehrwillige ehemalige Landeskinder durch Auflegung eines landeseigenen Programms. Wir kommen zurück, wir packen an. Siehe auch Drucksache 54327. Einführung einer Berufsausbildungszulage für MV, da die Ausbildungsvergütungen in den einzelnen Branchen teilweise extrem voneinander abweichen. Siehe auch Drucksache 6.1491. Sowie prämierte Umschulung für Arbeitslose und zuletzt flächendeckende Versorgung mit Breitbandinternet durch Auflegung eines vorrangig mit staatlichen Mitteln geförderten Programms. Wie Sie hörten, haben wir Ihnen bereits etliches davon zur Abstimmung vorgelegt. Sie waren, wie immer, Herr Müller, dagegen. Offensichtlich sind Ihre ideologischen Wahrnehmungsstörungen größer als Ihr Wille zu sachlichen Lösungen. Vielen Dank.